Hallöchen, das ist schon verstrickt mit Anja Nummer 3 und ja, ich freue mich, dass wir uns hier eingefunden haben in ja, meinen häuslichen Gefilden, also dort, wo ich wohne, nicht wo ich im Urlaub bin. Was gehört zu einem schönen verstrickt mit Anja? Eine Kuscheldecke, eine Tasse, in meinem Fall Tee, auch wenn Kaffee draufsteht. Und vielleicht habt ihr ja Kekse zur Hand, denn ich habe irgendwie in den letzten beiden Folgen schon von Keksen gesprochen. Ich habe keine da. Lasst sie euch schmecken. Ich bin neidisch. So, worum soll es heute gehen? Ja, zuallererst einmal, ich habe ziemlich viel versprochen im Lesemonat Februar. Ich werde mal gucken, was ich davon heute schon erfüllen kann und euch vielleicht ein bisschen was erzählen. Das heißt, es geht um meine aktuelle berufliche Situation, die sich ein bisschen verändert hat. Und natürlich geht es aber auch ein bisschen ums Stricken. Und zwar habe ich dieses Paar fertig gestrickt. Das heißt, ihr habt Socken Nummer 1 gesehen und ich habe Socken Nummer 2 noch dazu gestrickt. Und ich muss sagen, sie gefallen mir nicht sonderlich, aber ja, fürs erste Mal nach Ewigkeit wieder stricken und dann gleich Socken passen die schon ganz gut. Kuschelig warm sind sie auf jeden Fall und ja, ich werde mich auf jeden Fall daran erinnern, das war eben das erste Paar, das ich dann fertig gestrickt habe. Mittlerweile auch fertig ist Socke Nummer 1 vom zweiten Paar und die ist deutlich bunter, denn die Wolle ist schon in diesem Norweger-Stil gefärbt und ich finde die Farben wunderschön und ja, heißt auch Norway Color. Und ja, das ist Socke Nummer 1 vom zweiten Paar und Socke Nummer 2 entsteht hier gerade. Das heißt, da werde ich jetzt auch weiter stricken. Aus aktuellem Anlass möchte ich erstmal allen, die auf der Buchmesse sind, Leipziger Buchmesse, viel, viel Spaß wünschen und ich hoffe, ihr habt dort eine tolle Zeit und könnt die Zeit genießen, könnt tolle Autoren treffen. Ich bin durchaus auch ein bisschen neidisch darauf. Andererseits weiß ich auch, dass es für mich einfach nicht das Richtige ist. Für mich ist die Leipziger Buchmesse oder auch die Frankfurter einfach riesig und groß und ich fühle mich da nicht wohl bei so vielen Menschen. Deshalb genießt es ruhig. Ich erinnere mich gerne an letztes Jahr. Es war unglaublich schön und sonnig. Es war richtig, richtig warm. Alle waren draußen und haben die Sonne genossen. Das heißt, seid ihr auf der Leipziger Buchmesse, dann genießt das Ganze. Ich erinnere hierbei einfach nochmal kurz an ein Buchmesse-Video habe ich gar nicht gemacht, glaube ich. Ich habe aber danach gefilmt, wie ich das Buch, das ich auf der Buchmesse gekauft habe, gelesen habe. Und zwar rede ich von Anne Freitags Den Mund voll ungesagter Dinge und ich kann es kaum glauben, denn ich werde ihr neuestes Buch, das jetzt erscheint, auch demnächst kaufen und lesen. Nicht weg und nicht da. Ja, ich habe schon eine Leseprobe, einen Vorgeschmack gekriegt auf der Lit Love, als sie da war und gesagt hat, sie liest einfach ein bisschen aus dem neuesten Buch. Und das war schon im November und seitdem bin ich unglaublich gespannt darauf, dass es März wird und dass ihr Buch erscheint. Den Mund voll ungesagter Dinge, muss ich sagen, war bisher das schönste Buch, fand ich, von Anne Freitag. Es hat mir unglaublich gut gefallen und sie hat es mir auf der Leipziger Buchmesse vor einem Jahr signiert. Ein ja, einmaliges Erlebnis für mich. Seitdem habe ich sie dann nochmal auf der Lit Love gesehen im letzten Jahr im November und ich kann es gar nicht richtig glauben und fassen. Es ist einfach wie ein Traum gewesen auf der Leipziger Buchmesse. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, nur durch einen ganz, ganz lieben Menschen habe ich das in Anführungszeichen so gut überstanden, die Leipziger Buchmesse. Denn er hat sich dann darum gekümmert. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen, eigentlich schon Migräne bekommen und konnte einfach nicht mehr bleiben. Ich wäre so gern noch zum Blogger- und Booktuber-Treffen gegangen. Es ging gar nicht und er hat es geschafft, mich einfach nur noch an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen da und dahin und hat mich rausgeführt und hat mich an die frische Luft gebracht und wir sind dann eben wieder zurück ins Hotel. Bing! Das war mein Mailprogramm, glaube ich. Ist aber nicht so wichtig. Bestimmt Werbung.
Worüber möchte ich noch heute sprechen? Beim dritten Verstrickt, wie schon angekündigt, über die berufliche Situation. Das heißt, so ein bisschen darüber, wie ist es denn jetzt gerade beruflich? Ich bin, wie die meisten hoffentlich wissen, Ergotherapeutin. Und als Ergotherapeutin kann es sehr unterschiedlich sein, wie man arbeitet und auch wo man arbeitet. Ich habe bisher in einem ambulanten Reha-Zentrum gearbeitet und genau das tue ich jetzt quasi wieder. Das heißt, ich habe Patienten, die sind jeden Tag da und haben immer mal wieder in der Woche einen Einzeltermin oder sind in einer Gruppe. Oder ja, die Patienten haben dann aber auch noch den Trainingsraum drin stehen, je nachdem auch aufgrund welcher Erkrankung oder Verletzung sie eine Reha brauchen und eben da sind. Außerdem sehe ich dann eben noch ein-, zwei- oder dreimal, je nachdem wie häufig ein Rezeptpatient kommt, Rezeptpatienten. Diejenigen kommen vom Arzt, haben einen Zettel mit dabei. Ich bin sozusagen ein Heilmittelerbringer und mit einer Heilmittelverordnung können diejenigen Ergotherapie bekommen. Was dann in dieser Zeit passiert, ist ganz darauf ausgerichtet, was dem Patienten gut tut und was dieser braucht. Und natürlich auch ein Stück weit auf die Art und Weise, wie es derjenige Therapeut für sinnvoll erachtet, ihm das zu vermitteln. Heißt, es geht um die Ziele, die der Mensch sich selbst setzt, die er erreichen möchte. Und wir als Therapeuten gucken dann, ob er die erreichen kann, beziehungsweise wie, auf welchem Weg und was wir dabei tun können oder anleiten können oder dergleichen. Das heißt, es ist ein durchaus kreativer Beruf und das liebe ich sehr daran. Was sich jetzt geändert hat mit der neuen Arbeitsstelle ist, dass ich auch noch Hausbesuche mache. Das heißt, ich fahre mit dem Auto, das von mir gestellt wird, zu denjenigen Menschen nach Hause. Die haben ebenso ein Rezept, allerdings eben mit Hausbesuch, weil sie zum Beispiel nicht mehr so gut oder eben gar nicht mehr die Wohnung verlassen können. Kann unterschiedliche Gründe haben, deshalb ja, ist es aber einfach nur eine Abwechslung im sonstigen Alltag. Heißt, ich habe am 1. März angefangen, eine neue Stelle und war vorher sehr aufgeregt und es ging mir, wie ich mittlerweile weiß, allein meine Psyche war ein Stück weit dran schuld, diese Veränderung, dieses Abschiednehmen von der einen Stelle und Neubeginn an der anderen Stelle hat mich doch so sehr beschäftigt und fertig gemacht, dass ich eben gemerkt habe, meine Schilddrüse wollte so gar nicht mitmachen, ist ein bisschen ausgerastet und auch mein Immunsystem. Und ich war so plötzlich von heute auf morgen völlig krank und K.O., dass ich fast es nicht hingekriegt hätte, den letzten und den ersten Tag hinzukriegen und hinzugehen. Doch ich habe das dennoch gemacht, denn irgendwann muss man da durch und aufschieben ist da keine gute Lösung. Genau. An der neuen Stelle ist manches noch nicht so strukturiert, wie ich das von der alten Stelle gewohnt war. Das macht aber gar nichts, denn da kann man noch ein bisschen mehr mitgestalten. Und meine beiden Kolleginnen sind super, super nett. Ich ja, mag sie unglaublich gerne und die machen einen tollen Job. Ich finde es sehr inspirierend, sehr kreativ, sehr toll, was die beiden leisten. Und bin froh, dass ich jetzt ein Teil dieses Teams sein darf. Und habe natürlich auch entgegen meiner Angst schon ganz, ganz tolle Patienten kennengelernt, die ich zum Teil auch jetzt schon selbst behandelt habe und die ich ja absolut toll finde, denn ja, es ist natürlich ein Trugschluss, dass es nur tolle Patienten an der einen Arbeitsstelle gibt, aber man kann es manchmal nicht so richtig fassen und nicht so richtig glauben, dass es woanders auch tolle Menschen, tolle Patienten gibt und mit denen darf ich jetzt arbeiten und darunter sind durchaus auch Menschen, bei denen man glaubt, das gibt es so gar nicht. Die sind ja fast schon ein medizinisches Wunder und das ehrt einen fast noch ein bisschen mehr, obwohl eigentlich jeder Mensch auf seine Art und Weise wichtig und wertvoll ist und ich froh bin, wenn ich denjenigen helfen kann. Das heißt, für den einen ist es vielleicht eine Verletzung und man geht zum Orthopäden und man hat dann eine Operation vielleicht an der Schulter, am Rücken, am Knie, an der Hüfte oder auch woanders. Oder man hat sich einen Knochen gebrochen oder hat am Handgelenk Probleme an den Fingern. Es kann aber auch mal sein, dass jemand einfach schon älter ist und da degenerative Probleme hat oder ja, Veränderungen hat an den Händen. Und wir versuchen dann eben demjenigen Gutes zu tun, damit er wieder das tun kann, was er möchte. Zum Beispiel die Bäume, die Obstbäume im Garten schneiden. Das können ganz banale Dinge sein und
Ich finde es sehr schön, wenn wir demjenigen mindestens ein bisschen die Lebensqualität verbessern können, im besten Falle aber eben auch in Motorik, in Sensorik oder in anderen Bereichen weiterhelfen können. Das durchaus auch immer mal wieder auf einem kreativen Weg, und das macht so ein bisschen aus, dass niemals ein Tag wie der andere ist und es eigentlich jeden Tag spannend und neu ist. Deshalb ist es irgendwie nie so der Alltagstrott oder immer der gleiche Trott. Das ist für mich einfach das Allerschönste an dem Beruf. Und die Arbeit mit Menschen, die ist unglaublich erfüllend und kann sehr bereichernd sein, denn manche Patienten meinen vielleicht, ich bin diejenige, die da ist, um ihm zu helfen oder ihr zu helfen. Aber letztendlich ist es auch so, dass mir diese Menschen auch ganz viel geben, und das wissen sie meistens gar nicht. Die wissen gar nicht, was sie in mir manchmal mit Worten oder mit Taten auslösen oder bewegen können und oder zu was inspirieren. Das, ja, wie gesagt, ist denjenigen nicht bewusst, und sie glauben eher, ich bin eine sehr selbstlose Person, die von Hilfsbereitschaft und dem Helfen wollen lebt. Aber es ist auch so, dass ich eben ganz viel kriege, ganz viel bekomme und ja, davon gerne dann zehre und meine Energie auf einen anderen Patienten bringe, um demjenigen weiterzuhelfen. Also eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, und so sieht auch gerade mein Alltag aus. Denn ich habe die RUSU begonnen, das ist die Rise Up and Shine University von Laura Marlina Seiler. Wer sie noch nicht kennt, guckt sie euch einfach mal an. Die Podcast-Folgen auf YouTube kann sich jeder einfach kostenlos anhören zu verschiedenen Themen oder eine geleitete Meditation machen. Probiert es einfach aus, ich finde es unglaublich schön. Und in der RUSU sind einfach nochmal alle möglichen Techniken vereint, die einem weiterhelfen können. Das war jetzt das Handy. Die einem weiterhelfen können, das heißt, wir haben einfach die Möglichkeit, als diejenigen, die das machen, dieses Programm machen, viel zu lernen und viel über uns zu erfahren und Dinge loszulassen und Dinge anzunehmen, Dinge uns vorzustellen, Dinge träumen, Dinge erschaffen, unser Leben leben, unser Leben erschaffen. Und ich freue mich unglaublich darauf, weiterzumachen, denn ich hänge so ein bisschen fest, zeitlich gesehen einfach, denn das nimmt doch ein bisschen Zeit in Anspruch, und ich möchte es gewissenhaft für mich einfach, so dass es für mich passt, in meinem Tempo absolvieren. Deshalb bin ich nach 3 Wochen oder 2 Wochen erst bei Tag 3. So sollte es eigentlich nicht laufen, aber ja, selbst das ist in Ordnung, denn eigentlich, es müsste schon mehr sein, es müssten fast schon 3,5 Wochen sein. Denn eigentlich, ja, kann jeder das auf seine Art und Weise, in seiner Geschwindigkeit tun, und das finde ich sehr schön. Ja, abgesehen von dieser psychologischen, mentalen Ebene, auf der ich mich da befinde und eigentlich vorgesehen ist, jeden Tag eine Meditation zum Beispiel zu machen. Auf dieser Ebene, zum einen ist es doch anders und irgendwie auch schön. Und zum anderen habe ich mit dem BTT angefangen. Wer mich ein bisschen kennt, der hat vielleicht schon mitgekriegt, ich habe ein Bellycon zu Hause. Dieses Bellycon habe ich mir gekauft, weil die Cossi, Andrea Kossmann von Cossis Welt, davon geschwärmt hat. Und ich wollte unbedingt dann auch eins haben, weil ich dachte, das macht mir Spaß, da Sport drauf zu machen. Und so ist es auch. Ich bin eigentlich ein Sportmuffel, aber auf dem Bellycon macht Sport einfach Spaß, weil es Trampolinspringen ist. Es ist ein Mini-Trampolin mit Seilen, das unglaublich gut ist für die Gelenke, den ganzen Körper durchzubewegen und in Bewegung zu bringen, und das liebe ich sehr daran. Es ist so simpel, und wenn man es zu Hause hat, dann nutzt man es auch, finde ich zumindest, weil es mir Spaß macht. Ja, was ist denn jetzt BTT? Davon hat auch die Cossi erzählt, und ich dachte mir, ich möchte es irgendwann mal machen, und irgendwann war dann eben vor 1,5 Wochen. Das heißt, nein, im Moment, wenn ihr das Ganze seht, sind es 1,5 Wochen, genau. Im Moment sind es aber erst, ja, 5 Tage oder dergleichen. Das heißt, ich habe ordentlich Muskelkater von den ersten paar Programmen, von den ersten paar Kursen. Das heißt, ich habe schon einen Beinkurs gemacht, einen Rücken, heute einen Bauchkurs, und Armkurs war auch schon dran, genau. Und es ist, ja,
faszinierend. Es ist richtig hart. BTT heißt Body Transformation Training, das heißt eine halbe Stunde Muskulatur zum Brennen bringen und dann eine halbe Stunde Cardio-Training, um das Ganze weiterzuführen, damit es schön weiterläuft, der Verbrennungsmotor in uns. Und es ist richtig, richtig hart. Ich habe ordentlich Muskelkater, aber es macht mich zumindest auch unglaublich glücklich und stolz, denn ja, ich hätte lange Zeit nicht gedacht, dass ich das durchhalte, dass ich das durchziehe, und es ist schon so, dass ich das ja dann sehr gut finde, wenn ich es schaffe, wenn ich das hinkriege und stolz auf mich bin und auch merke, wie ich meinen Körper noch intensiver spüre, wie ich mich selber noch mehr mag. Und das ist etwas, was mir auch einfach ein unglaublich gutes Gefühl gibt, ein gutes Körpergefühl und ein Wohlbefinden in meinem Körper. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Ihr könnt auch zur Probe mal bei Pure Life euch anmelden und einfach vorbeischauen und die Kurse alle anschauen. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, auch Yoga, auch Pilates, auch Stretching, auch Ganzkörpermobilisation, auch Box, Thai-Boxing, Aerobic, alle möglichen Dinge. Und ja, ich finde es super gut, was sie da so anbieten, und es wird immer jedes Mal noch mehr Programm und noch verschiedene Angebote. Neuerdings, glaube ich, kommt jetzt noch was für Kinder mit dazu, finde ich auch sehr spannend. Denn Kinder brauchen einfach eine ordentliche Bewegung und Beweglichkeit, um ihren Körper kennenzulernen. Gerade aus therapeutischer Sicht sehr, sehr wichtig. Und da hoffe ich, dass das viele in Anspruch nehmen werden. Denn Kinder haben heutzutage nicht mehr so viel Bewegung und so viel Körpergefühl und Wahrnehmung, wie das vielleicht noch zu meiner Zeit war, als wir einfach wirklich auf dem Spielplatz waren und oder im Sommer immer draußen, nicht nur im Sommer, und draußen gespielt haben. Ne? Wir hatten keinen PC, kein Smartphone, kein Tablet, und wir haben nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen, sondern uns einfach viel bewegt und sind viel rausgegangen. Ja, das heißt, ich bin körperlich völlig K.O., psychisch am Umbau und Wandel und beruflich gesehen gerade an der Stelle, wo ich sage, da gibt es viel zu tun, das ist aber auch richtig, richtig spannend und toll, und es ist ja einfach eine ganz neue Aufgabe und mit den beiden Mädels zusammen, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und da freue ich mich jeden Tag wieder auf die Arbeit, und das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich so richtig einfach auf die Arbeit freut und sagt, ich möchte da gern hingehen, ich möchte es machen, das sind neue Herausforderungen jeden Tag. Aber ich freue mich drauf, und deswegen eine schöne Veränderung in meinem Leben, und die hat auch so einiges mit sich gebracht. Zum Beispiel, wie gesagt, direkt am letzten des Februar und am 1. des März habe ich gemerkt, ist mein Körper völlig im Chaos versunken, vom Immunsystem her, von der Schilddrüse her, von der Stimme her. Und hat sich aber so blitzschnell erholt, als ich gemerkt habe, die Stelle dort ist ein Segen für mich, ist eine wundertolle Stelle. Fast schöner, als ich mir hätte wünschen oder denken können. Und ich habe gemerkt, wie schnell es mir von Tag zu Tag so viel besser ging. Und auch seitdem ist meine Schilddrüse einfach viel entspannter. Und das ist allemal wert gewesen, sich aufzumachen und die Stelle zu wechseln. So, die Runde mache ich noch zu Ende. Und dann, wie ihr hier auch hinter mir seht, ist es langsam Nacht geworden. Wobei, es ist abends, auch nicht Nacht. ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe ein bisschen mit euch geplaudert, viel über meinen Beruf. Wie auch versprochen in meinem Video. Ich werde bestimmt die nächsten Male irgendwann nochmal ein bisschen über Ernährung, über Sport reden. Ich werde bestimmt auch nochmal genauer über Hashimoto sprechen und vielleicht auch über Bücher, denn da habe ich gerade so eine kleine Leseflaute und komme nicht so recht voran. Allerdings, ja, mal gucken. Ich denke, das legt sich vielleicht auch einfach mit der ganzen Aufregung von der neuen Stelle. So, ein kleines Stückchen vom Schaft der Socke habe ich geschafft, und ich finde, es ist schön. Es schaut überhaupt nicht so aus wie bei der anderen Socke, aber muss es ja auch nicht. Muss ja mir gefallen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzuhören, dabei zu sein. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Verstrickt. Oder vielleicht beim nächsten Büchervideo wieder. Denn so lang ist der März auch nicht mehr, oder?
auch irgendwie schon wieder rum. Wer weiß, wie das immer vonstatten geht. Ziemlich zügig. Gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!